Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadows 2. Wir haben gerade diese große, was auch immer das war, besiegt. Und jetzt sollen wir hier mit orangenen Glühenden eine Chaosbombe zerstören. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier aktivieren, dann die Chaosbombe drücken, halten und werfen und es macht Boom. Ja, okay, ich habe mir jetzt eigentlich vorgestellt, dass die Chaosbombe ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Bums hätte, aber okay. So, an unseren ehemaligen Gegnern, die aus den netten drei Gargonen bestand, Medusa und wie sie alle heißen, die haben sich zu diesen netten Viech da verwandelt in der letzten Folge und haben mir ganz gehörig den Marsch geblasen. So, jetzt aber erstmal hier, oh, Blut. Viel Blut, leckeres Blut. Absorbiere die Blutsphäre mit dem Chaos-Magiebehälter. Ja, mache ich. Rechter Stick, ja. So. Und da ist da noch ein Versteck. Ah ne, genau, das haben wir ja geöffnet. Da will ich noch gar nicht vorbei, sondern ich will erstmal gucken, ob hier irgendwas versteckt ist. Ah, hier. Ja, da wäre ich mich jetzt beinahe an vorbeigerannt. Der Schmerzapplikator. Gut. Noch für, so, jetzt geht's hier weiter. Hopp, hopp. Okay. Immer clever, wenn man irgendwelchen Sachen zieht, einfach mal so aus Glück und Laune. Du hast genug Erfahrungspunkte, um neue Fähigkeiten zu kaufen. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Und das erste, was wir kaufen, ist Luftabwehr ausweichen, wo auch immer wir das haben. Salto Peitsche? Nein. Ich will Luftabwehr. Salto, du kannst die Fähigkeit. Während du. Nein, das ist nicht. Nein. Ich will Luft ausweichen. Guillotine. Schmetterpeitsche. Aufstiegswirbel. Was? Nein. Gegenschlagswirbel. Wahrscheinlich habe ich die ausweichen. Ja, aber ich will in der Luft ausweichen können. Okay, müssen wir hier rein. Kaufen wir erstmal die letzten Fähigkeiten. Okay, und da haben wir noch eine Fähigkeit, die wir kaufen können. Damit haben wir eigentlich alle Fähigkeiten, das heißt, da können wir noch was upgraden. Beherrschungslevel, Schmetterpeitsche, Luftpeitsche. Luftpeitsche? Können wir es upgraden? Nein. Beherrschungslevel, nein. Okay, dann gehen wir mal hier zur Eisklinge. Da können wir ein paar Sachen abkaufen. Gegenschlagstich. Okay. Und dann haben wir hier Saltostich. Ja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Eissturm, du kannst dich. Achso, das können wir uns jetzt nicht leisten. Na toll. Wir können uns das auch nicht mehr leisten. Können wir uns irgendwas noch leisten? Nein, nein. Nein, wir sind arm. Wir können uns gar nichts mehr leisten hier. Nein. Doch, da oben können wir uns noch was leisten. Schmetterstich. In der Luft. Aha, okay. Gut. Ach, jetzt habe ich ja. Ha, nein. Nice.
geh endlich kaputt mit deiner blöden Rüstung. Jetzt. Nein. Was muss man die denn noch hauen? Ein kleines Herzchen. So, jetzt ab. Das müssen wir noch ein bisschen üben mit dem Kaputthauen von den Typen. Hoppsa. Wir müssen auch noch ein bisschen üben, das Quicktime-Event. Nein! Unfähig Quicktime-Events auszuführen, ich sehe schon. Nein! Gottes Willen! Was ist denn jetzt hier nur mit los? So. So, die Tür war aber übrigens vorhin schon offen. Gott. So, wieder ein bisschen Blut abzapfen. Und schon wieder Aufzüge. Egal welches Spiel, immer habe ich Aufzüge. Oh, my prince, what a great honor to have you in my humble business. Please come in, come in. Make yourself at home. Come in and find out. Ich nenne dich ab sofort Douglas-Zwerg. We haven't got much merchandise. We've only just opened to the public. Please understand, Majesty. Well then, what do you think of my shop, sir? The world is what you make of it, sir. If it doesn't fit, you make alterations. Now tell me, sir,
How may I help you? Ja, was können wir denn kaufen? Heiligträne? Nee, was können wir noch kaufen? Gefangener Dämon, es sind doch 2 Exemplare davon übrig. Alstersegel? Nein. Chaosstein? Nein. Leerstein? Ein Dodo-Ei, es sind noch... Was macht ein Dodo-Ei? Prüfen. Ein Dodo-Ei, das Fleisch des zutraulichen Dodos war mehrere Jahrhunderte eine begehrte Delikatesse. Doch der Chupacabras entdeckte in diesen Tieren einen noch größeren Nutzen und begann sie von ihrer vollständigen Ausrottung heimlich zu züchten. Die Eier nehmen einen privilegierten Platz auf dem Regal in seinen Laden ein. Unter dem Werbespruch, jetzt kaufen und ein Geheimnis erfahren. Wenn das Dodo-Ei gewählt ist, halte RT gedrückt, um es zu verwenden. Na, kaufen wir mal ein Dodo-Ei. Und Bilder wählen. Nein. Verliesschlüssel gewählt. Es sind noch 0 Exemplare da. Nee. Ein Lebensstern. Kostet zu viel. Bilder gewählt. Kaufe Bilder. Bilder kann man immer gebrauchen. So. Thank you, my prince. I hope to see you soon. Naja, hoffen wir mal weiter. Was haben wir hier? Wege um Kaidos an diesem Spiel zu. You need an arcane object to invoke the power of that mirror, my lord. Okay. Wait, my prince. Your emblem. The dragon returns. Adventure is coming, oder? Talisman des Drachen. Da sie bereits vor Äonen ausgestorben sind, wurde die Existenz der Drachen zu einer bloßen Erwähnung in Legenden und Mythen reduziert. Doch ihr Erbe schlummert im Blut ihrer Vorfahren und wurde an ihre Nachfahren vererbt, die auf die Ankunft des Auserwählten warten, um sie erneut zu erheben. Eine alte Prophezeiung beschreibt, wie in längst vergangener Zeit ein geheimnisvoller Talisman erschaffen wurde, um die Rückkehr der Bestien sicherzustellen. Erst wenn seine Jahrhunderte alte Schuppen zusammengetragen wurden, wird der Drache wiedergeboren. Wenn der Talisman des Drachen gewählt ist, halte RT gedrückt, um dies zu verwenden. Na, okay. Was auch immer das. Zobek will have questioned the scientist by now. I should have time to listen. Ah, da können wir noch was holen. Und da drüben liegt auch noch was. Kleidos. Das Kleidos ist ein erstaunliches Relikt aus einer lang vergessenen Zeit, in der Krieger, die nach Anerkennung strebten, Herausforderungen bestehen mussten, wie sie nur das Kleidos bot. Jeder, der seinen Heldenmut in der Arena des Kleidos dem Test unterziehen wollte, musste zuerst die Nägel finden, um es zu vervollständigen. Insgesamt 16 an der Zahl. Für je 4 Nägel erhielt der Krieger das Recht, eine Reihe von Herausforderungen zu bestreiten. Nur wenige Auserwählte schafften es, all die Nägel zu finden und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern. Da ist aber auch noch eine letzte Bedingung für die, die mutig genug sind, es zu versuchen. Das Kleidos wird nur aktiviert, wenn man die alten Worte auf den Nägel vorliest. Aber soweit die Geschichtsschreiber dieser Geschichtsschreiber weiß, ist die Kreatur mit dem Namen Chupacabras, wie auch immer der kleine Typ heißt, also ihr wisst schon, das einzige lebende Wesen, das diese vergessene Sprache spricht. Ich meine den Douglas-Zwerg. Und da drüben haben wir noch was. Du hast einen Tagebucheintrag gefunden, ja. Schlechte Getränke für Raoul Duke. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, in diesen verlassenen Geschäft zu kommen. Die Relikte und Schaubertränke schienen gewiss magisch mächtig, aber ich habe nicht alle die Dressen durchdrücken sollen, die übrig waren. Ich denke, ich werde schlafen. Ein Weilchen. Selbst Draculas Verlies scheint
Ja, dafür ein angemessener Ohrschuhschein. Nicht mal die Schmerzensschreie und der Geruch von Tod stören meine Tagträume. Mit der Beute, die wir heute gemacht haben, werde ich ein mächtiger Krieger morgen. Ja, lieber morgen. Das einzige myrische Relikt, das ich finden konnte, ist diese Feder, die alles ausschreit, was man sagt. Sie bewegt. Puh. Tanz! 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 Puh! 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 Okay, das war auf alle Fälle mal ein witziger Text. So, und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke und bis bald.